Also diese Anlage von Wolfgang Frey ist in meinen Augen ein Kunstwerk. Es ist etwas, was eine einzelne Person geschaffen hat und das ist unvorstellbar. Das ist etwas, was man sich angucken muss, wenn man hier in Stuttgart ist oder wenn man mal einen Besuch hier macht. Es zeigt Stuttgart vor etwa einem halben Jahrhundert und zwar den Hauptbahnhof, die Innenstadt und noch diverse andere Bereiche der Stadt. Stuttgart kann auf Stuttgart im Modell stolz sein. Also ich kenne ja den Rainer Braun schon seit ein paar Jahren und ich weiß, was er für eine Leistung erbracht hat, diese Anlage überhaupt zu retten. Als ich gefragt wurde, ob es möglich ist, so eine Anlage aus einem Bereich, wo sie war, herauszuholen und neu aufzubauen, habe ich gesagt, das geht nicht. Man macht viel zu viel kaputt. Sie haben wahrscheinlich auch viel kaputt gemacht, aber sie haben es wieder in Gang gebracht. Und jetzt der zweite Umzug, das war natürlich ganz verrückt. Aber man hat eine Perspektive. Es gibt keinen besseren Ort für diese Anlage als hier gegenüber vom Hauptbahnhof in Stuttgart. Und der Rainer ist ja auch einer, ist ja ein Macher, der das irgendwie wunderbar plant und auf die Reihe bringt. Und das wurde jetzt quasi innerhalb eines Vierteljahres auf die Reihe gebracht, die Sachen hier reingebracht, gesäubert, zusammengebaut, wieder komplett elektrifiziert. Und ich war ja selber ein paar Mal hier, habe auch für meinen YouTube-Kanal ein bisschen was gemacht und habe gesehen, was geleistet worden ist. War nicht so richtig sicher, ob alles das so klappt, wie man es sich vorgenommen hat, weil es einfach ein Wahnsinn ist. Heute 11 Uhr die Pressekonferenz, 13 Uhr die Eröffnung. Es war vor 13 Uhr schon ein Andrang, sage ich jetzt mal. Es kamen Leute, die schon vorher rein wollten, schauen wollten. Und ich glaube, dass das eine Erfolgsgeschichte werden wird, wenn man mit dem Tourismusbüro und mit verschiedenen Veranstaltungen zusammenarbeitet. Dann kriegt man hier so viele Besucher her, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat, nämlich A, kriegt man dafür endlich die Gelder, die man braucht, um so eine Anlage am Laufen zu halten. Und die Zuschauer, die Besucher gehen mit einem Lächeln auf den Lippen davon, weil es einfach so schön und eindrucksvoll ist.